Upgrade Yourself, der Podcast von Anouk L. Susan. Wofür bist du dankbar? Was sind deine Ziele? Sag, wofür brennt dein Herz? Wofür brennt dein Herz? Glaub an dich, ich glaub an dich. Wofür schlägt dein Herz? Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself, glaub an dich. Und heute ist es eine Einzelepisode, also ich habe keine tolle Frau an meiner Seite, die ich interviewe, in der nächsten Episode dann wieder. Und ich habe mir überlegt, was könnte dich vielleicht interessieren, welches Thema könnte ich ja heute mal besprechen. Und da ich jetzt gerade ganz so zum Thema Netzwerken fokussiert bin. Einerseits, weil ich ein Seminar gerade gestern dazu gegeben habe, nächste Woche einen Vortrag dazu halte. Ja, habe ich gedacht, komm, dann ist doch das Thema Netzwerken vielleicht jetzt auch ein Thema, was dich vielleicht interessiert. Gerade jetzt demnächst wird es wieder ganz viele Weihnachtsveranstaltungen geben. Da darf man viel netzwerken. Im neuen Jahr wird es dann Neujahrsveranstaltungen geben. Ach ja, und es gibt ja immer Gründe, ne, um sich vielleicht ein bisschen aufzupimpen, was das Thema Netzwerken betrifft. Für den Fall, dass du meinen Podcast noch nie gehört hast und gedacht, denkst jetzt, ne, ich bin auf ihren Podcast gestoßen, wer ist sie denn? Ja, mein Name ist Anouk L. Susan. Ich helfe Berufstätigen dabei, ihr großartiges Potenzial zu erkennen und zu fördern. Und das mache ich anhand von meinen Vorträgen, meinen Coachings und den Seminaren, die ich gebe. Und dabei bin ich der festen Überzeugung, dass es auch alles gar nicht so schwierig sein muss, sondern in Leichtigkeit gehen darf, ohne schwierige Theorien und auch ja pragmatisch vielleicht so ein bisschen das Niederländische in mir einfach mal zu machen. Ja, und dabei bin ich gerne behilflich, um ins Tun zu kommen. Und wenn du Lust hast, kannst du auch mal auf meine Webseite gehen oder dir ja meine Social Media Kanäle anschauen, da bin ich auch sehr aktiv. Also wenn wir über das Netzwerken reden, kommt auch sicherlich gleich so ein bisschen das Thema digitales Netzwerken nach vorne, denn auch daran glaube ich sehr, dass man da auch Tiefgang bekommen kann, also gar nicht so oberflächlich das Ganze. So, es ist eine spontane Episode, das heißt, ich habe jetzt hier auch gar nichts Großartiges vorbereitet, würde dir aber gerne, ja, ich sag mal so drei Tipps gerne mitgeben und vielleicht auch doch so nebenbei ein paar kleine Stories, ein paar Impulse, die dir vielleicht bei deinem nächsten Netzwerkevent helfen können. Also zum einen, was ich auch gestern im Seminar gesagt habe, hilft es natürlich enorm, wenn man Spaß daran hat. Ja, weil immer wenn etwas Spaß macht, macht man es gerne, macht man es öfters und geht man vielleicht auch ein bisschen lockerer in die ganze Sache rein. Aber ja, es gibt unter uns auch etwas mehr Introvertierte, die eben vielleicht nicht direkt den Spaß am Netzwerken erkennen, für die das erstmal Stress bedeutet. Und da wäre mein Tipp, wenn du dich dazu zählen würdest, um auf jeden Fall entweder in Begleitung mit jemandem zu gehen. Ich mache das auch schon mal ganz gern. Ich war letztens auf einer Veranstaltung mit meiner Freundin und sehr wertgeschätzten Kollegin auch und tollen Unternehmerin, Präsidentin vom Marketing Club Köln-Bonn. Und es war in der Tat eine Veranstaltung, wo sie als Präsidentin eingeladen war und sie hat mich mitgenommen als Begleitung. Und das war super, weil du hast jemanden, der viele Leute kennt, der dich immer wieder vorstellt, der dich so ein bisschen mitnimmt. Und ich habe keine Scheu vom Netzwerk und trotzdem war es eigentlich sehr schön, um einfach mal so in Anführungsstrichen als Begleitung irgendwohin mitzugehen. Und das könnte also vielleicht gerade für die, die ja manchmal noch etwas Angst haben oder eben diese Scheu haben, könnte das vielleicht eine Erleichterung sein. Eine andere Sache, die immer funktioniert, ist Fragen zu stellen. Ja, wir müssen nicht überall auftreten und sofort irgendwie großartig sein oder auf dicke Hose machen oder wie auch immer, sondern wir können auch auf Netzwerkveranstaltungen gehen und erstmal im Fragenmodus bleiben. Und jeder erzählt gerne von sich, wenn man gefragt wird. Also ich glaube, das ist so etwas, wenn da echtes Interesse ist, also Neugier und Offenheit ist sowieso
würde ich vorschlagen, zwei sehr wichtige Wegbegleiter beim Netzwerken, das Interesse am Menschen, Neugierde und ja auch Offenheit, offen auch für andere Meinungen zu sein oder für neue Geschichten, neue Perspektiven, Einsichten. Und wenn du dir vorab ein paar Fragen überlegst, so ein paar Eisbrecher, dann kann man auch, glaube ich, als introvertierte Person etwas entspannter auf so eine Veranstaltung gehen. Und Fragen, die immer funktionieren, sind so Fragen wie, was bringt dich heute hierhin oder was sind deine Erwartungen oder wie fandst du jetzt gerade den Vortrag? Man kann auch immer fragen, so wie ist jetzt gerade Ende des Jahres, was waren so deine großen Herausforderungen oder was waren deine größten Highlights in diesem Jahr? Wenn du die Podcast-Episode aber zu einem anderen Moment hörst, vielleicht zum Anfang des Jahres, kannst du auch fragen, was hast du dir vorgenommen fürs neue Jahr? Ja, das sind immer so Fragen, die so ein sehr schöner Eisbrecher sind, wo man sehr schön ins Gespräch reinkommt. Und dann ist natürlich das Schönste, wenn dann irgendwann auch ein Dialog entsteht und nicht nur, ne, du mit so einem Monolog Duracell-Häschen zu tun hast, ne, was eine Frage gestellt bekommen hat und danach nicht mehr aufhört zu reden. Wenn das der Fall sein sollte, dann darf man auch irgendwann sagen, danke für das nette Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Lass uns gerne miteinander vernetzen im Nachgang. Jetzt ziehe ich aber weiter oder ich hatte jemandem noch versprochen, ne, um ins Gespräch zu gehen und den suche ich jetzt mal auf oder ich muss mich mal ganz kurz entschuldigen. Ja, also wir müssen diesen Monolog Duracell nicht bis zum Ende zuhören. Und ein dritter Tipp vielleicht für die Introvertierten unter uns, was auch immer funktioniert, ja, und für Introvertierte wie Extrovertierte ein Lächeln im Gesicht, ja, und ein Lächeln so eigentlich das schönste Kleidungsstück, was du zum Netzwerk mitbringen kannst und auch solltest vielleicht, ja, weil das Lächeln lädt dazu ein, dass Menschen entweder auf dich zugehen oder aber ja, dir gerne mit dir ins Gespräch kommen. Also das vielleicht mal so, vielleicht kurz vorab gesagt. Aber Spaß haben an Netzwerken, wenn du das hast, das ist natürlich eine Freude dann. Also dann kann eigentlich auch ja, jeder Moment darin Spaß machen. Auch wenn wir vielleicht mal einen Korb bekommen, ja, also wenn wir mit jemandem reden wollen, der hat aber gerade keine Zeit oder der ist jetzt gerade im Gespräch mit jemandem anders und die sind vertieft in eine Sache, nimm es nicht zu persönlich, sondern denk dir einfach, okay, passt jetzt vielleicht gerade bei denjenigen nicht, ich ziehe weiter. Ja, und das weiterziehen und von Tisch zu Tisch zu gehen, vielleicht auch gerade nicht da stehen zu bleiben bei den Leuten, die du schon kennst, sondern gerade wenn du neue Leute kennenlernen möchtest bei einer Veranstaltung, dann darf man den Mut aufnehmen und in der Tat von Tisch zu Tisch gehen und die Leute ansprechen und dann auch wieder weiterziehen. Ne? Und natürlich, wenn es einem sehr, sehr gut gefällt, kann man ja auch sagen, oh, macht so viel Spaß mit euch, aber ich habe mir heute vorgenommen, dass ich mal drei neue Leute kennenlernen will. Wenn ich das gemacht habe, dann komme ich zurück zu euch. Ja, auch das kann man ja charmant lösen und sich dann selbst so ein bisschen vielleicht auch pushen, um wirklich ja offen und drauf loszugehen und auch diese neuen Leute kennenzulernen. Und sich das vorher vorzunehmen, zu sagen, heute möchte ich gerne drei oder fünf Leute kennenlernen, ganz explizit auch ansprechen. Und dann hat man auch so ein kleines Ziel vor Augen. Vielleicht sagst du aber, nee, ich bin gar nicht so auf der Suche nach neuen Kontakten. Ich möchte meine bestehenden Kontakte gerne vertiefen. Gestern im Seminar sagte eine Frau, die war gerade auf dem Kongress und hat sich echt den ganzen Tag freigenommen, um an dem Workshop teilzunehmen und ist dann aber abends wieder weitergezogen. Und sie sagte, das ist wie so ein großes Klassentreffen. Das ist ein Kongress, der einmal im Jahr stattfindet. Man kennt die Gesichter, die alten Hasen. Es sind natürlich auch ein paar neue Hasen dabei, aber grundsätzlich kennt man sich. Und dann ist natürlich ja auch diese Beziehungspflege was ganz Wichtiges. Und da ist so mein Tipp, sich auch zu merken, was die Leute einem sagen. Und wenn man dann in der Tat im nächsten Jahr dann wieder auf die gleichen alten Hasen trifft, ja, dass man dann dran anknüpfen kann und sagen kann, wie geht's denn deinen drei Kindern? Oder was macht denn hier deine Katze Atze? So hieß die Katze gestern, wir hatten ein digitales Workshop und die Katze Atze, die war die ganze Zeit irgendwie mit dem Bildschirm dabei, total süß. Ja, wenn du also weißt, dass jemand eine Katze hat, auch da mal nachzufragen. Ne? Oder du hast mir letztes Jahr erzählt, dass das war dein Highlight oder deine Herausforderung. Ja, wie sieht es denn in diesem Jahr aus? Also sich vielleicht auch, gerade wenn man weiß, dass man die Leute einmal im Jahr trifft,
vielleicht im Nachgang abends nochmal so Notizen zu machen und diese Notizen sich dann wieder vorzuhalten, wenn man ein Jahr danach wieder auf dem gleichen Kongress ist und auf die gleichen Leute trifft. Und das ist charmant. Das sorgt auch dafür, ja, dass es irgendwie direkt so ein Anknüpfen gibt, als wenn man sich eben nicht ein Jahr nicht gesehen hätte, sondern eben sofort wieder da anschließt, wo man im letzten Jahr aufgehört hat. Und auch das kann so eine Vertiefung sein, ne, was Beziehungen betrifft. Was ich aber vor allem, wenn es um Beziehungspflege geht, für ganz wichtig halte, ist, dass man ja immer wieder in Kontakt mit denjenigen, die einem wichtig sind, bleiben. Ja, ich habe gestern gefragt, und das mache ich in meinen Netzwerkseminaren immer, mal so selbst zu reflektieren, was sind denn so deine Top 5 Leute, mit denen du am meisten Kontakt hast oder die ja am wichtigsten sind. Das muss nicht inhärent das Gleiche sein. Sich zu überlegen, wen rufe ich als erstes an, wenn ich was Freudiges habe? Wen rufe ich als erstes an, wenn ich eine berufliche Herausforderung habe? Wer ist mir eigentlich am wichtigsten, um ihn oder sie wirklich häufig zu sehen? Wer kann mir beruflich in meiner Karriere am weitesten helfen? Und dann aus so einer Top 5, eine Top 10, eine Top 15, eine Top 20 vielleicht für sich zu machen, beruflich wie privat. Und sich mal so ein weißes Blatt Papier in die Hand zu nehmen, einen Punkt in die Mitte zu machen, den man selbst symbolisiert. Und dann das so einzuzeichnen, wie nah sind die jeweiligen mir? Wer gehört dann in die Top 5, in den ersten Kreis vielleicht? Ne? Und wer kommt in den zweiten Kreis rein? Mit der Top 10 Leute. Und ist das eher beruflich? Ist das eher privat? Ist das ein Mix? Es gibt da kein richtig und kein falsch. Es gibt auch keinen Blueprint, auch nicht beim Netzwerken. Das ist ganz wichtig, ja, dass du dir wirklich auch überlegst für dich, was macht mir beim Netzwerken Spaß? Bin ich mehr so der Typ 1 zu 1 oder bin ich ein Gruppenmensch? Ja, und mag es, wenn viele Leute, wenn ich in der Tat auf so einen Kongress komme, wo 200 Leute sind? Oder mag ich mehr im geschützten Raum und im 1-zu-1-Gespräch netzwerken? Bin ich Team digital oder bin ich Team offline oder bin ich Team Mix? Ja, netzwerke ich gerne morgens, mittags, abends? Bin ich mehr der Typ, der in einen Verein geht oder da eine aktive Rolle spielt oder eben ein Hobby hat und da irgendwie so seine eigene Community daraus bildet oder aber liebe ich es, in einem Frauennetzwerk zu sein, oder bin ich eher jemand, der in der Tat gerne auf Abendveranstaltungen geht, wo es vielleicht auch ein Häppchen gibt, wo man noch was trinkt, wo man so den Tag ausklingen lässt? Ja, also überleg dir einfach, was für ein Typ du bist, was du magst, und geh dann auch auf die Netzwerkveranstaltung oder mach das, wo du eben auf andere Leute triffst, was auch zu dir passt. Auch das hilft enorm, um das Netzwerken erfolgreich zu machen. Na, und das kann dann sein, weil du neue Leute treffen willst oder eben in diese Beziehungspflege gehen willst. Na, und ja, bei der Beziehungspflege, glaube ich, ist es dann eben auch sehr wichtig, dass es nicht bei einmal bleibt, sondern da die Kraft liegt in der Wiederholung, ganz klar. Wie ist dann dein Taktum, ne, deine Taktung? Und ist die Taktung vielleicht bei deinen Top 5 anders als bei den Top 10 oder Top 20? Aber wie oft meldest du dich bei jemandem? Und ich wurde gestern gefragt, ja, wie Zeit ist denn das Ganze? Also in der Hinsicht meinten die es auch vor allem digital, ne? Aber ich hatte es auch so ein bisschen verstanden, wie zeitintensiv ist Netzwerken grundsätzlich. Und ich glaube, auch da darfst du das für dich selbst beantworten, wie wichtig es dir ist oder wie wichtig es auch in deinem Beruf ist. Ich glaube, für einen Vertriebler ist natürlich die Sichtbarkeit, ne, und das Netzwerken manchmal noch wichtiger als für jemanden, der vielleicht im IT arbeitet und eben, wie heißt es ja, vor allem komplexe Fragen beantwortet, technische. Es kann aber für den einen auch sein, und gerade für Leute, die vielleicht als Zielgruppe mehr so die internen Mitarbeiter, Kollegen haben, ne, dass man da vielleicht auch mehr intern sichtbar ist und andere eben mehr extern sichtbar sind. Ne? Auch das ist so ein bisschen die Frage. Und auch da ist dann die Frage, ja, wie ist denn die Frequenz, ne? Und wie wichtig ist es für den Erfolg deiner Tätigkeit? Oder wie großartig möchtest du gerne wachsen im Unternehmen? Und wer wachsen möchte, ja, der braucht auch Leute, ne, die an sie glauben oder ihn oder sie unterstützen, supporten und eben auch weiterempfehlen.
Und da hilft natürlich das Netzwerken und ein richtig gutes Netzwerk, beziehungsweise die Sichtbarkeit auch. Also das vielleicht auch nochmal, so was die Taktung und die Zeitintensität betrifft. Was aber vielleicht auch da ganz interessant ist, vielleicht als kleiner Impuls. Während Corona-Zeiten habe ich mein Netzwerk eine Postkarte geschickt, um es auch mal so ein bisschen lecker anders vielleicht zu machen, in Zeiten, die gar nicht so lecker anders waren. Also anders, aber nicht unbedingt so lecker. Für die meisten zumindest nicht. Und diese Postkarte einfach mal so rauszuschicken, vielleicht auch ein bisschen Unerwartetes mal zu tun oder eine extra Meile zu gehen oder gerade in Momenten, und das halte ich für ganz wichtig, gerade bei der Beziehungspflege, in Momenten füreinander da zu sein, wo es einem vielleicht nicht so gut geht. Weil feiern und glücklich sein oder Erfolge teilen, ja, das ist schön, das ist wichtig, das ist aber auch einfach im Sinne von, ja, es wird dann vielleicht gerade auch spannend und interessant, wenn du eben an jemanden denkst, wenn es gerade nicht so gut läuft, wie zum Beispiel bei Corona. Und ich habe gestern auch gesagt, hier bei den Top 5 darfst du dir die Frage stellen, wann hast du denn ihn oder sie das letzte Mal angerufen und hast gesagt, wie sehr du die Beziehung wertschätzt. Also auch das zu äußern und diese Wertschätzung zu zeigen oder eben mitzuteilen. Ich werde da manchmal sehr, sehr traurig von, ich sage es ganz ehrlich. Wenn ich auf Internet, also auf LinkedIn zum Beispiel, sehe, dass jemand verstorben ist. Und in diesem Jahr sind zwei wunderbare Geschäftspartner von mir verstorben. Und mich hat das sehr, sehr traurig, also die Sache allein schon sehr traurig gestimmt, weil es viel zu jung passiert ist. Was mich aber auch sehr traurig gestimmt hat und auch ein kleines bisschen habe ich mich aufgeregt, wenn ich das ganz ehrlich sagen darf. Nämlich, ich habe gesehen, dass unter der Nachricht dann ganz viele Nachrichten stand, oh, wie toll die Person war und sie wird fehlen und wie besonders. Und ich denke dann immer, hat man das der Person auch gesagt, während sie noch lebt? Ich glaube, ich habe es letztens schon mal im Podcast erzählt. Aber ich glaube, weil das mich so, weil mich das so berührt auch und auch so mitnimmt, weil ich so denke manchmal, warum sagen wir uns nicht, was wir uns bedeuten, geschäftlich wie privat, aber eben auch geschäftlich, ja, wie toll jemand ist oder wie besonders oder wie man jemanden wertschätzt, in dem Moment, wo derjenige noch lebt oder diejenige. Und dann in dem Moment, ne, wenn dann so eine Nachricht kommt und er oder sie ja da gar nichts mehr von hat, ja, dass diese ganzen schönen Nachrichten kommen, dass dieser Teppich, sage ich mal, dieser warme Teppich, ja, der dann über einen fällt, mit diesen wunderbaren Nachrichten, was diese Person für so viele Menschen bedeutet hat. Und dann denke ich, wäre das jetzt nicht schön gewesen, wenn die Person das auch gehört und gewusst hätte in der Zeit, dass er oder sie noch lebt. Ja, ich glaube, ich komme vom Thema. Aber vielleicht, dass es dir an dieser Stelle nochmal so einen kleinen Impuls gibt, um das Netzwerken und diese Wertschätzung auch zu äußern, ja, in deinem Netzwerk und die Top 5, die Top 10 vielleicht mal zu kontaktieren und diese Wertschätzung eben zu äußern und zu sagen, was er oder sie vielleicht auch für dich in deinem Netzwerk bedeutet. Und eben auch in Zeiten da zu sein, wo es dann mal nicht so läuft. Ne? Ja, ich glaube, das ist etwas, was ganz besonders ist. Ich erzähle in meinen Vorträgen ganz gerne von meinem Geburtstagskalender, der niederländischen Tradition. Denn der Geburtstagskalender, der liegt bei uns in den Niederlanden auf der Toilette. Also hängt der, ich würde sagen, fast in jedem Haushalt. Ja, und da ist man nämlich ja öfters am Tag, wenn es gut ist. Und dann kann auch so ein Geburtstag nicht an einem vorbeigehen. Und ich habe die Extended Version von so einem Geburtstagskalender. Bei mir steht da noch so ein bisschen mehr drauf. Also zum einen natürlich rufe ich meine Freunde und die richtig engen Freunde auch noch echt tatsächlich an. Also keine WhatsApp-Nachricht, sondern ein echtes Telefonatgespräch. Und ich singe in den Hörer dann auch rein. Und auch das ist so ein bisschen aus der Mode gekommen, habe ich mir sagen lassen. Ich bin oft die Einzige, die noch singt zum Geburtstag. Und es ist in meinem Fall ein besonderes Familiengeburtstagslied. Also auch nicht so ein Standardlied und das kommt immer gut an. Und bei Kontakten, die ich entweder nicht erreichen kann, die jetzt nicht, ich sage jetzt mal zu meinem allerengsten Freundeskreis gehören, ja, da werde ich auch eine WhatsApp-Nachricht einsprechen, ne, und das dann reinsingen. Und auch das ist natürlich etwas, das man hören kann, wenn es einem gerade auskommt. Und genauso, dass ich auf LinkedIn jedem, mit dem ich verbunden bin, dort einen Geburtstagsgruß ausspreche. Mittlerweile sind mehr als 7.000 Kontakte, schaffe ich es einfach nicht mehr täglich aufgrund von meiner Zeit.
Aber spätestens, also aller spätestens eine Woche später, kriegt jeder von mir dann noch ein Delayed, einen nachträglichen Geburtstagsgruß. Ja, und ich habe gemerkt, dass diese belayed nachträglichen Grüße manchmal auch gut ankommen, weil es nicht untergeht in dem Wust von LinkedIn-Nachrichten, sondern eben ein paar Tage später und dadurch nochmal extra auffällt und ich nochmal einen extra Moment ja, der Kontaktaufnahme habe und noch einen kleinen Gruß ausrichten kann. So, also das ist so geburtstagsmäßig, aber auf meiner Extended Version stehen eben auch die Geburtstage der Kinder meiner Freunde und wenn ich es weiß, Geschäftspartner. Und dann melde ich mich meistens über WhatsApp, dann auch mit einem Geburtstagslied an die Kinder. Und letztens hat ein Freund von mir gesagt, also der Sohn von einer Freundin von mir, so muss ich sagen, ist 21 geworden und der hat zu meiner Freundin gesagt, nicht zu mir, und hat zu meiner Freundin gesagt, ja, Mama, ich habe nicht Geburtstag gehabt, wenn die Anouk nicht für mich angerufen hat. Also das wird mittlerweile auch schon erwartet und freudig begrüßt. Ja, und so habe ich mit diesem Jungen eben auch einen Kontakt, obwohl er in den Niederlanden lebt und wir uns ja gar nicht so häufig sehen. Und seine Mutter freut sich natürlich auch, dass ich an den Sohn denke und somit auch an sie denke. Und auch das könnte nochmal so ein bisschen, ja, was Besonderes, was Extras sein, weil ich weiß sicher, aus meinem Freundeskreis bin ich die Einzige, die alle Geburtstage kennt, der Kinder und damit eben auch nochmal so was extra, ja, an Aufmerksamkeit und Wertschätzung eben entgegenbringen kann. Und es stehen auf dem Geburtstagskalender eben auch Hochzeitstage drauf. Und ich erinnere meine Freundinnen und Freunde an die Hochzeit. Und manchmal mittlerweile haben die eine oder andere schon vergessen. Ja, dann ist es gut, ich nochmal erinnere schnell. Und stehen auch die Scheidungstage drauf. Denn auch das ist in meinem Umfeld mittlerweile ja, eine Realität. Und dann schreibe ich meistens, wenn du magst, ich trinke einen mit dir heute auf den Tag. Und wie die Scheidung auch immer verlaufen ist, auch das so einen kleinen Drink drauf zu nehmen, kann da nicht schaden und bringt vielleicht noch ein kleines Lächeln ins Gesicht. Und wenn wir sprechen über eben auch in Momenten für jemanden da zu sein, wo es nicht so läuft, auch da habe ich mir aufgeschrieben in meinem Kalender, wann die Todestage sind von ja, lieben Menschen in unserem Umfeld. Und jedes Jahr erinnere ich mich dann aufgrund des Kalenders auch daran und schicke dann eine Nachricht, die meistens heißt, ich denke heute ganz besonders an dich und wenn du mich brauchst, ich bin für dich da. Und auch das sind so Momente, gerade da, glaube ich, ist es eben wichtig, dass wir für die Menschen, die uns sehr nah sind, auch wirklich da sind, beziehungsweise ihnen zeigen, dass wir für sie da sein können und an sie denken. Und ich glaube, das ist, was Beziehungspflege betrifft, einfach total wichtig. Und das kann auch, ich sage jetzt mal, unorchestriert sein, ja, also es kann auch ganz zufällig sein, dass ich zum Beispiel einen Artikel sehe, wo ich denke, ach, das könnte für ihn oder sie interessant sein, und dann schicke ich das zu und sage, guck mal, das habe ich hier gesehen, ist das nicht spannend für dich, um zu lesen? Ja, oder ich habe gestern was auf LinkedIn gesehen und fand den Beitrag sehr interessant, nicht so sehr für mich, weil es nicht so sehr mein Thema ist, aber ich kannte jemanden, für die das auch ein Riesenthema ist. Und dann habe ich einfach geschrieben, toller Beitrag, übrigens darf ich dich hier vernetzen mit, und habe dann die Person getaggt und habe gesagt, vielleicht könnt ihr zwei ja was füreinander bedeuten. Ja, und auch das ist Beziehungspflege. Nicht immer nur dann sich zu melden, wenn man was braucht, ja, oder wenn man was will, sondern eben vor allem dann auch füreinander da zu sein. Wenn es eben für einen egoistisch ist, ja, oder für einen eigentlich gar nichts bringt, außer Freude, dass man jemandem vielleicht was Wertvolles oder jemanden Wertvolles in sein Netzwerk hat bringen können. Ja, und also neue Leute kennenlernen, Beziehungspflege, ja, beides bedeutet im Prinzip, es ist kein Sprint, sondern es ist ein Langstreckenlauf. Manchmal fühlt sich es auch wie ein Marathon an, ja, je nachdem. Ich habe gerade von Zielen gesprochen oder unegoistisch sein. Es muss auch nicht immer sofort etwas bringen. Manchmal kann es auch sein, dass eine Beziehung, ein Kontakt, ein Netzwerk gar nicht unbedingt so gewinnbringend in, ich sage jetzt mal, finanzieller Hinsicht oder beruflicher Hinsicht ist, aber vielleicht eine neue Perspektive, vielleicht einen Horizont erweitert, inspiriert, aufbauend ist. Ja, also auch das kann ja total zielorientiert oder auch ja, schön sein. Und manchmal ist es auch einfach schön, nur zu geben.
Ja, und ich finde es so schön, ich habe es letztens gehört, dass jemand sagte, eben geben und bekommen. Und seitdem verwende ich das Wort auch immer eher zu bekommen, anstatt zu nehmen. Ja, das hört sich noch so viel schöner an, wenn man etwas bekommt. Und daran glaube ich. Und das ist mal, kann auch mal sein, dass es erst nach 2 Jahren vielleicht ist, ne? Also, dass man auch nicht sofort bekommt, wenn man was gibt. Und dieses, ich sag mal, nicht so richtige Berechnende finde ich da auch total schön. Ich finde es einfach schön, wenn man ja etwas fürs Netzwerk tun kann, für die Allgemeinheit, für den Mikrokosmos, in dem wir leben, einen Beitrag stiften können. Und ich glaube sehr an Karma. Und ich glaube, wenn ich was Gutes tue in meinem Netzwerk und was gebe, dann wird Karma mich schon noch irgendwie belohnen. Und irgendwann, irgendwie, vielleicht auf eine andere Art und Weise, vielleicht auch von jemandem ganz anderes, darf ich dann auch zurückbekommen. Und wenn nicht, habe ich auf jeden Fall ein sehr glückliches Gefühl, dass ich ja was Gutes getan habe. Das finde ich auch eine sehr schöne Einschätzung. Aber ich finde auch, und ich finde, das darf auch, wenn du sagst, naja, aber ich will eigentlich schon ganz gerne zielorientiert oder erfolgsorientiert netzwerken, das ist auch okay. Also da muss man sich nicht für schämen. Ne? Man darf auch sagen, ne, die Zeit, die ich dafür einsetze, das darf mir auch was bringen oder das darf eben auch erfolgsorientiert sein. Also ich glaube auch hier gibt es kein richtig und kein falsch, sondern vor allem guck gut, ne, was so deine authentische Art und Weise ist, was gut zu dir passt. Vielleicht noch 2 kleine Impulse zum Schluss, die gar nicht so klein sind, wenn ich das so sagen darf. Da steckt eine ganze Welt dahinter. Aber ja, ich würde dich einladen wollen und ich glaube, dass es dem Netzwerk einfach gut tut, beruflich wie privat, wenn du so ein bisschen aus deiner Komfortzone mal kommen magst. Also ich für mich kann sagen, ich liebe meinen Job und der hat leider auch dafür, also leider in Anführungsstrichen dafür gesorgt, dass ich so ein bisschen Workaholic bin, gerade weil ich das, was ich tue, so liebe. Und das für mich sich auch vermischt. Also ich bin da nicht eine private Anna und eine berufliche Anna, das ist irgendwie so beides. Vielleicht erkennst du, dass das aber eben manchmal, ja, dieses Workaholic-Dasein oder dieses eben viel tun, konzentriert, fokussiert, mit Leidenschaft dabei sein, für diese eine Sache, für mich zumindest irgendwann der Moment kam, dass ich gesagt habe, na ja, ich weiß also, ich kann gut arbeiten, ich weiß, dass ich gut bin in dem, was ich tue, weil ich mich da auch sehr drin übe und ja, ich falle auch mal hin, aber dann stehe ich wieder auf und ich habe gelernt und ich werde wieder besser. Aber irgendwie möchte ich trotzdem auch interessant bleiben für mich und für andere. Und das darf dann auch noch mehr sein als in Anführungsstrichen nur, so sehe ich es nicht, ne, aber um es mal zu polarisieren, ne, um nur zu arbeiten. Und ich habe mir darum seit meinem 30. Lebensjahr, als ich da mit meinem Coach damals, mit der Zilla dran gearbeitet habe, mir vorgenommen, 3 Sachen in meinem Jahr, jedes Jahr zu machen, die mich aus meiner Komfortzone holen, die dafür sorgen, dass ich Neues an mir entdecke und lerne, die dafür sorgen, dass ich ja, mich stretche, die dafür sorgen, dass ich neue Perspektiven aufgewiesen bekomme, dass ich neue Horizonte entdecken darf, dass ich vielleicht auch Grenzen erkennen darf, die ich habe, die mich in neue Netzwerke bringen, weil gerade wenn man aus der Komfortzone kommt, wenn man 3 Sachen pro Jahr macht, die man vielleicht sonst nicht so machen würde, sorgt das auch dafür, dass du mit anderen Leuten ins Gespräch kommst, dass du auf einmal über andere Themen sprechen kannst, dass du neue Tools kennenlernst, von denen du vorher gar nichts wusstest. Und wenn ich aus der Komfortzone komme, hat das meistens auch was mit Sport zu tun, weil ich gar nicht von mir selbst aus so sportlich orientiert bin und mich immer wieder von vorne neu motivieren und zwingen und begeistern darf, um irgendwas dann zu tun. Ja, und irgendwann war so der Moment in einem Jahr angekommen, dass ich dachte, oh, ich glaube, ich würde mal gerne Triathlon machen. Oder ich weiß nicht, ob ich es gerne machen würde, aber ich nehme es mir mal vor. Und das war für mich sehr aus der Komfortzone, weil ich nicht richtig schwimmen kann und kraulen sowieso nicht. Ich hatte als Kind einen Fahrradunfall und habe im Koma gelegen und bin eigentlich jetzt nicht so ein riesen Fahrradfreund. Also vor allem nicht Rennrad, ne, mit so richtig Schmackes auf der Straße. Und ja, das Laufen, das habe ich schon auch bei einem Halbmarathon mal bewiesen, dass ich das kann. Ich bin zwar als Letzte damals angekommen, aber mit meinen kurzen Beinchen, Schrittchen für Schrittchen weiß ich, irgendwie kriege ich das schon hin, dass ich ans Ziel komme, ne? Auch wenn es auch nicht schnell ist, sondern eher im Schneckentempo. Aber gut, diese Dreierkombi,
Die war sehr herausfordernd. Und dann habe ich mir natürlich einen Coach an meine Seite genommen. Ich habe da mit Gipfelkurs zusammengearbeitet, dem Eike, kann ich empfehlen. Der hat mir das Kraulen beigebracht, also so gut wie möglich. Ich merke, dass ich da noch immer viel Bedarf habe, aber gut. Ich konnte auf jeden Fall zu einem gewissen Zeitpunkt kraulen. Ich habe mich aufs Fahrrad getraut, aber vor allem Indoor. Mein Mann hat mir so eine Rolle gekauft. Und ich habe dann das Fahrrad Indoor auf diese Rolle im Wohnzimmer platziert und bin dann erstmal drin Fahrrad gefahren und habe erstmal dafür gesorgt, dass ich eine gewisse Kondition aufbaue. Und natürlich bin ich mit dem Lauftraining gestartet und war dann nach einem Jahr auch ready, würde ich sagen. Also rückblickend gesehen würde ich sagen, ich war am fittesten, wie ich jemals in meinem Leben war. So fit, wie ich glaube, ich eben vorher und nachher auch nicht mehr bin. Aber was nicht ist, kann ja dann nochmal kommen. Ja, und dann bin ich nach Köln, um meine Startunterlagen abzuholen. Und auf dem Weg dorthin kommen mir irgendwie alles Leute entgegen, die weinen. Und ich denke, warum weinen die denn jetzt? Ja, und in der Tat, ich habe dann kurze Zeit danach auch angefangen zu weinen, denn der Organisator von dem Triathlon hat sich davon gemacht mit der Kohle. Und ist abgehauen und somit war am nächsten Tag kein Triathlon da. Und da habe ich erstmal eine Pizza und einen Gin Tonic draufgenommen am nächsten Tag. Ja, war aber auch frustriert und habe dann gesagt, gut, ich mache es dann eben ein Jahr später wieder. Ein Jahr später war dann aber Corona. Ein Jahr später war dann wieder Corona und ich hatte zwar immer trainiert, aber sicherlich nicht in vollem Maße, so wie beim ersten Mal, aber gut, ich habe es gemacht. Ja, im dritten Jahr dann, also nach diesem verhunzten Start, sage ich mal, hatte ich keine Energie, muss ich ganz ehrlich sagen, habe auch nicht so viel trainiert. Und dann im vierten Jahr habe ich zu meinem Mann gesagt, ich werde jetzt auch nicht mehr jünger, das wird jetzt nur noch schwerer. Ich darf also noch mal richtig Gas geben und dann auch wirklich es machen. Und war so ein bisschen, ja, hin und weg gerissen und habe dann aber mich 3 Tage vom Triathlon dazu entschlossen, ja, ich werde ihn in 3 Tagen einfach machen. Ich mache es einfach. Es ist Mai, es ist eiskalt, who cares, wenn ich es jetzt nicht mache, ich glaube, ich mache es nicht nochmal. Und dann bin ich im wahrsten Sinne des Wortes ins eiskalte Wasser bei 14 Grad gesprungen. Mir ist wirklich das Herz, ich weiß nicht wohin gerutscht. Ich hatte zwar Neopren an, aber hat gar nichts gebracht. Ich hatte so einen richtigen Kälteschock. Und war enttäuschenderweise, habe ich nichts von meinem Training gemerkt. Ich hatte mir nochmal extra Trainingsstunden genommen, aber das ganze Kraulen, ich weiß nicht, habe ich irgendwie vergessen durch die Kälte oder es ging nicht. Ich bin auf dem Rücken teilweise sogar geschwommen. Aber gut, ich habe es durchgehalten. Ich bin diese paar hundert Meter geschwommen. Ich bin als irgendwie Vorletzte, glaube ich, aus dem Wasser gestiegen. Hatte dann sehr große Probleme beim Ausziehen meines Neoprenanzugs. Hat sehr lange gedauert. Ich wollte mir helfen lassen. Mir durfte aber niemand helfen, weil man darf ne, keine Hilfe annehmen, scheinbar beim Triathlon. Naja, gut. Hat dann 10 Minuten gedauert, bis ich den aus hatte. Bin aufs Fahrrad drauf. Und das war okay. Also ich hatte auch keine Angst, muss ich sagen. Ich bin auch recht für meine Verhältnisse dann ne, relativ zügig gestrampelt, bis dann irgendwie meine letzte Runde kam und die Frau, die da so Wache stand oder ne, da so den Posten hatte, die wollte gehen und dann habe ich gesagt, nee, Sie dürfen noch nicht gehen, ich muss noch eine Runde, ich bin noch nicht fertig. Naja, ist er zum Glück noch stehen geblieben und ich meine letzte Runde gemacht ne, und dann bin ich laufenderweise dann auch irgendwann nach 5 Kilometern ins Ziel eingesprungen als Drittletzte. Das ist auch total wurscht, ob erste, zweite, dritte oder letzte für mich. Ich habe es geschafft, ich habe es gemacht. Jetzt war ein bisschen lang meine Ausführung hier, aber was ich damit sagen wollte, ist auch, ne, zum einen dieses Gefühl kann dir einfach keiner nehmen, wenn du aus so einer Komfortzone mal kommst, wenn du was tust, was so außerhalb deines Wohlfühlgehens liegt, ja, was dich fordert, aber auch fördert letztendlich. Und warum hat es mich gefördert? Weil ich auf einmal ganz viele Menschen in meinem Netzwerk habe, die Triathleten sind, natürlich viel erfolgreichere als ich, ja, die mich motiviert haben, die mir so Nachrichten geschickt haben, komm an, du kannst das, du schaffst das, die mit mir mitgefiebert haben über diese ganzen 4,5 Jahre hinweg.
oder 5 Jahre. Zudem war ich in einem Podcast, nämlich dem Podcast Triathlon vom Marco Sommer, kann ich auch nur empfehlen für alle die so Podcasts mögen. Dadurch hatte ich eine Sichtbarkeit, ich hatte eine Reichweite, ich hatte Leute, die mir Tipps gegeben haben und geholfen haben. Ich habe mein Netzwerk erweitert dadurch. Ja, einfach nur super. Ich habe Tools kennengelernt, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass ich sie gebrauchen könnte, wofür man sie gebraucht, ja, beim Triathlon. Ich habe viel Neues gelernt. Meine Neuronen wurden wieder so ein bisschen inspiriert. Also ja, auch das kannst du. Und darum wäre meine Frage an dich, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal getan? Und was war das? Und was könnten so deine 1, 2, 3 Challenges, wenn du das möchtest, zumindest sein? Oder wo könntest du aus deiner Komfortzone mal kommen und vielleicht dadurch eben auch ein ganz neues Netzwerk kennenlernen? Und als ich mit meiner Freundin Irene hier bei dieser Veranstaltung übrigens war, als Begleitung, ja, da, das war kurz nach den Olympischen Spielen in Paris, und da war der Triathlet Sören da, der so ein bisschen erzählt hat, ne, wie das so war. Die haben ja da die Goldmedaille gewonnen als Mixteam im Triathlon. Und ich bin danach zu ihm hin, habe ihm nochmal ein Foto, ne, so als Fan gebeten, ja, bin mit ihm aber auch ganz kurz ins Gespräch und habe ihm erzählt von meiner Challenge und gesagt, ich bin halt ins 14 Grad kalte Wasser gesprungen. Und er hatte Respekt vor mir. Ich habe natürlich noch mehr Respekt vor ihm. Ja, aber es war einfach lustig, weil wir uns so nett unterhalten haben. Und auch das gibt dir eben die Möglichkeit, wenn du Neues ausprobierst, wenn du so Challenges wie ich machst, ich kann über sehr viele Themen mittlerweile mitreden, ja, weil ich sie einfach ausprobiert oder getan habe. Und dafür muss ich nicht durch und durch Profi sein oder eben erfolgreich bis ins Letzte. Aber ich habe diese Erfahrungen gesammelt und habe Themen, über die ich reden kann. Wesentlich mehr Themen, als dass ich eben mit 30 hatte, weil da konnte ich größtenteils eben nur über meinen Fachbereich, über meine Arbeit reden, was auch schon einiges ist, ne, weil ich viel erlebt habe, aber es ist eben dann eben doch nur eben so eine Sache, ne, und da auch eben zu gucken, ja, wie stelle ich mich auf, und beim Netzwerken ist der Smalltalk, ist dieses vielfältige, über unterschiedliche Themen reden können, sich anpassen können dem Gegenüber, über welche Themen er oder sie sprechen möchte, und da eben nicht nur zuzuhören, was auch okay ist, aktives Zuhören ist total wichtig beim Netzwerken. Ja, über Fragen habe ich ja eben schon gesprochen. Also ich glaube, wir müssen nicht nur reden, aber wenn wir mitreden können, gibt es uns zumindest die Option, dass wenn wir möchten, ja, dass wir dann auch den Mund öffnen können und eben auch beitragen können an so einem Gespräch. Ja, und das vielleicht als einen noch so für mich Netzwerk-Nugget mitzugeben. Ja, und abschließend möchte ich mit dir mit einer kleinen Geschichte, die ich auch in meinen Vorträgen gerne erzähle, weil irgendwann kannst du dir sicherlich vorstellen, ich werde nächstes Jahr 50, also während ich jetzt hier diesen Podcast aufnehme zumindest, ist es nur noch 4 Monate soweit, was mich auch glücklich schätzt, was aber auch dafür sorgt, dass ich eben seit 20 Jahren immer wieder 3 Sachen mache, die aus meiner Komfortzone liegen. Und irgendwann im Prozess habe ich mal nicht so genau gewusst, was könnte ich denn dieses Jahr machen? Und da habe ich meine Neffen Luke und Lino gefragt, was soll die Tante denn mal machen? Und Luke und Lino haben gesagt, ja, dann gehst du zu Schlag den Rad an. Und ja, dann bin ich, ich meine, die Jungs wollten es, also habe ich da hingeschrieben, fürs Casting mich angemeldet und ich bin in der Tat eingeladen worden. Dann war ich beim Casting dabei, aber ganz ehrlich, meine sportlichen Fähigkeiten haben dafür gesorgt, dass ich auch sofort wieder ausgeladen wurde danach, ja, weil ich die vielen Liegestützen, die alle um mich herum da gemacht haben und ich weiß nicht, was sonst noch alles, da konnte ich gar nicht mithalten und da wurde ich dann so ein bisschen aussortiert. Ist auch okay, kann ich mitleben. Bin dann zurück zu meinen Neffen, habe gesagt, ja, die Tante war beim Casting, aber das ist nicht ganz so erfolgsversprechend gelaufen. Das sind nicht ihre Qualitäten. Was kann die Tante denn sonst vielleicht noch machen? Und dann haben die Jungs gesagt, ja, da gibt's einen Kinofilm. Und zwar V8, also es ging um ein Auto. Und der ist jetzt nicht mehr im Kino. Wir haben aber verpasst, uns den anzuschauen. Und ja, Tante, wir würden den so gerne sehen. Kannst du das nicht irgendwie organisieren, dass wir diesen V8-Film zu sehen bekommen? Ja, damals gab es kein Netflix. Die DVD war noch längst nicht raus. Das dauert ja meistens immer. Im Fernsehen lief es natürlich nicht.
Ich habe gedacht, wie soll ich das jetzt tun? Und dann bin ich ins Kino um die Ecke gegangen, nämlich in Hürth, Köln-Hürth. Und da bin ich zum Ticketschalter und habe die, da waren zwei Damen, habe die Damen gefragt, ob ich denn mal mit dem Manager, Mann oder Frau, ne, sprechen könnte. Und dann sagten sie, es ist ein Mann und nein, mit dem können sie nicht sprechen. Und dann sage ich, okay. Dürfte ich ihm denn dann eine E-Mail schreiben? Und dann haben sie gesagt, ja, sie dürfen ihm eine E-Mail schreiben. Hier ist seine E-Mail-Adresse. Und ich weiß ehrlicherweise nicht mehr, wie er hieß. Ich sage mal einfach Herr Meier. Ja, ich habe dann dem Herrn Meier geschrieben, sehr geehrter Herr Meier, ich bin eine verzweifelte Tante, denn meine Neffen haben mich um Folgendes gebeten und ich weiß nicht, wie ich das jetzt regeln soll. Und sie haben doch so ein großes Kino und da sind doch so viele Säle. Könnten Sie nicht vielleicht noch mal einen Saal für mich und meine Neffen aufmachen, damit wir uns diesen Kinofilm anschauen dürfen? Also wird's, ja, ich wäre Ihnen unheimlich dankbar. Und dann habe ich die Mail abgeschickt und habe nichts mehr gehört. Und dann eine Woche später macht es so Pling auf meinem Handy. Ich gucke auf meinem Handy, Herr Meier. Ich denke, oh Gott, ich war total aufgeregt. Und dann mache ich das Handy so auf und lese. Und da schreibt der Herr Meier, sehr geehrte Frau Susan, hier ist der Herr Meier vom Kino nebenan. Also wissen Sie, ich bin auch ein Onkel. Ich weiß, wovon Sie sprechen. Ja, wenn Sie in 10 Tagen Zeit haben, dann würde ich einen Kinosaal für Sie öffnen. Ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Ich war so gerührt. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich habe so innerlich und ich glaube auch äußerlich geschrien vor Freude. Und habe dann sofort meine Neffen angerufen, habe dann noch meine Mutti eingepackt, weil ich gedacht habe, kommen 3 Generationen zu viert alleine in einem Kinosaal. Es gab noch Popcorn, es gab natürlich Cola. Und dann, ja, ich habe ein Foto, was ich in meinen Vorträgen immer zeige, wie wir da zu viert sitzen. Super schlechte Qualität, weil es so dunkel war, ist ja auch wurscht. Aber dieses Gefühl, und mit dem Foto wird es einfach nochmal so schön transportiert, aber vielleicht kannst du es dir vorstellen, dieses Gefühl da, einfach jemanden zu haben, der so nett ist. Also damit fängt es erstmal an, jemanden, der so nett ist und das für einen macht. Der kennt mich nicht, der hat nichts von seinen 4 Tickets, die der da verkauft. Ja. Da wird er nicht reich von. Ich bin keine berühmte Persönlichkeit. Ja. Ich habe ihm auch, ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht mal Instagram. Ich habe da gar nichts drüber geschrieben nach außen hin. Das hat mein Herz berührt und es berührt es noch immer. Ich bin ihm total dankbar und für mich hat er einen Platz in meinem Herzen und finde ich, ist er da auch einfach eine Vorbildfunktion. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass meine Neffen mich in dem Moment extremst geliebt haben. Es ist mittlerweile irgendwie 12 Jahre her und ich zeige ihnen auch ab und an nochmal das Foto und sage ihnen, wie toll die Tante ist und hoffe, dass sie das weiter in ihrem Herzen auch als 20-Jährige mitnehmen und die Tante nicht vergessen. Ja, und natürlich ist es ein Erlebnis, was auch ich nicht vergessen werde. Warum erzähle ich dir das? Gerade wenn es um das Thema Netzwerken geht. Ich erzähle es dir, weil ich ein Lebensmotto habe und das möchte ich dir zum Abschluss mit auf den Weg geben. Das Lebensmotto ist, das Nein hast du und das Ja kannst du bekommen. Und ich könnte dir, vielleicht mache ich auch mal so eine Episode, wo ich nur die schönen Sachen erzähle, die ich aus diesem Lebensmotto heraus für mich geschafft habe. Vielleicht mache ich das mal so eine richtig schöne Storytelling-Episode. Das nehme ich mir noch für dieses Jahr vor. Denn ich habe so viel erlebt. Es sind so viele Menschen, die mein Herz berührt haben und die so toll sind und die Vorbilder sind und die einfach, weil ich sie gefragt habe, etwas ganz Besonderes für mich, für meine Liebsten, realisiert haben. Und ich glaube ja daran, das ist ja mein zweites Lebensmotto, alleine bist du vielleicht schneller, aber gemeinsam kommst du weiter. Und das ist so. Und darum ist Netzwerken für mich einfach ganz, ja, ein wertvolles Tool, ein Geschenk, eine Freude. Und ich hoffe, ich habe dir da vielleicht ein paar Tools mit an die Hand reichen können und dir diese Freude auch ein bisschen vermitteln können in dieser Podcast-Episode. Man kann nicht netzwerken, hat einen Interviewpartner aus meinem Buch, was ich geschrieben habe zu dem Thema Lecker anders netzwerken. Also ich habe 2 Bücher zu dem Thema geschrieben. Ich werde sie auch in die Shownotes, oder sind sie sowieso immer als Link mit drin. Sollte es dich interessieren, solltest du mehr übers Netzwerken lesen wollen, mehr Tipps haben wollen. Ja, das sind 2 Bücher, die sehr viele Tipps geben mit und von meinem Netzwerk geschrieben. Ich habe 65 Menschen interviewt.
unter anderem den Prinz Konstantin, denn den habe ich auch einfach angeschrieben und gefragt, könntest du mir drei Fragen beantworten oder Majestät? Und nee, wie sagt man, Prinz, könnten Sie mir, Majestät, nicht Prinz, könnten Sie mir beantworten? Da hat er auch einfach ja gesagt, einfach total cool, ne? Und auch da mein Ja sozusagen im Netzwerken bekommen. Und diese 65 Leute haben ganz viele Geschichten geteilt, Tipps gegeben, Gründe fürs Netzwerken gegeben. Und eben wirklich ja, ein leckere andere Sichtweise auf das Thema gegeben. Und ja, mit Hilfe von denen habe ich eben zwei Bücher dazu geschrieben, einmal für Einsteiger und einmal für Fortgeschrittene. Also das als kleiner Werbeblock nochmal an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzuhören. Und zum Schluss gibt es natürlich noch eine Impulskarte. Oder eine aus meinem Päckchen raus. Ich habe ja auch so Päckchen-Impulskarten. Da sind 50 Impulse drin. Und was ziehe ich? Oh. Oh. Oh, da wird mir warm ums Herz. Ich habe die Karte und den Impuls lieben gezogen. Und ich ziehe diese Karte wirklich sehr, 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 sehr selten. Also aus allen 50 Karten, ich ziehe ja oft, also ich ziehe sowieso jede Woche eine Karte. Jeden Montag, ne, teile ich das auch auf den Social-Media-Kanälen. Ich habe immer mal, wenn ich Fragen in meinem Leben habe, dass ich so eine Karte ziehe und ich ziehe sie natürlich auch immer beim Podcast. So, aber lieben ziehe ich eben nur sehr, sehr selten und ich finde das eine sehr schöne Sache, denn ich liebe Netzwerken. Die Geschichte gerade von meinen Neffen, ich liebe meine Neffen über alles und auch meine Nichte, die mittlerweile da ist in meinem Leben und noch hinterhergekommen ist, worüber ich mich sehr freue. Ich liebe Menschen, ich liebe meine Freundinnen und Freunde, ich liebe meine Arbeit, ja, ich liebe diesen Podcast hier und ich liebe es, dass du mir bis zum Ende zugehört hast. Danke dir dafür. Und vielleicht ist Lieben ja auch ein ganz schöner Impuls für dich jetzt. Und bin gespannt, wie du diesen Impuls für dich analysierst oder bewertest. Ja, also, Dankeschön. Ich schließe jetzt ganz beglückt diese sehr spontane Podcast-Episode übers Netzwerken ab und sage bis hoffentlich ganz bald. Hatte Dui! Schlägt dein Herz.